So good morning. It's Friday morning. This is another typical day where I cannot work in the office. I just have a presentation in Basel, something in Frauenfeld, then back home. So just traveling across Switzerland and try to work as focused as possible in the train. Let's go. I arrived now at the Baluas. This is the room. The idea is now in 20 minutes that everyone of this day, it's the Open X Days. They organize that, I think, twice or maybe four times a year. So all the employees who are interested in this day, they can come to one room, and there everyone will pitch his slot. And I will also have to do that. And then after that slot, people can decide to which slot they would like to go and listen to. And then hopefully many people come here, and then we will do the session for an hour. And I mean, it's actually interesting that Ursula, who invited me here and asked me to do this keynote, we just met on LinkedIn. She saw what I was doing via a friend, and now we're here, met for the first time. Das Rädli. Morgen miteinander. Ich präsentiere. Raus. Und somit interessiert. Und vielleicht willst du noch schnell zwei, drei Sachen sagen. Gut. Guten Morgen miteinander, ich bin Jan Flattler, ich arbeite nicht hier, wie gesagt, aber genau, ich habe vor zwei Jahren ein Unternehmen gegründet, Neoviso, und fokussiere mich dort auf die jungen Generationen, also wie kommunizieren die heutzutage, aber auch wie führt man die, wie erreicht man sie, wie kann man sie begeistern. Genau, dicker Spaß. Jetzt läuft es, kannst du selber gut. Soll ich mal starten, wenn man meinst du? Also gut, guten Morgen miteinander und herzlich willkommen zu der Session hier am Morgen um 9 Uhr. Ich bin der Janik Plättler, und ich freue mich, dass der Raum so gefüllt ist. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie viele Leute das kommen. Das ist mal Gratulation, die das ganze, die Idee hier ins Leben gerufen haben mit den Opening Days. Ich finde es echt ein cooles Konzept. Aber aus meiner Sicht spannend ist, echt, dass sich der Kontext, also die technologischen Möglichkeiten, die sich in den letzten 10 Jahren zum Beispiel jetzt ergeben haben, doch maßgeblich verändert haben, wie wir heutzutage durchs Leben gehen und halt die Jungen einfach als Selbstverständlichkeit sehen. Aber eben, Generation Alpha ist nur die, also gerade so die neuen Technologien, die sehen das als Selbstverständlichkeit. Klar kann man sagen, wir haben schon viel Durchbrüche gesehen von künstlicher Intelligenz und Augmented Reality zum Beispiel. Aber es ist ja nicht so, dass jetzt jeder mit der Augmented Reality Brille rumläuft oder künstliche Intelligenz jeden Tag im Auto benutzt, so wie man es heutzutage verspricht, oder? Und, das sehen wir auch schon jetzt hier im Trend, aber ich denke auch hier, zum Beispiel Wandern und so in Natur ist doch bei vielen wieder ein verstärktes Bedürfnis geworden, weil sie gemerkt haben, okay, gut, für Deli sieht man da auch Screentime kann anschauen, oder? Wie viel man auf dem Nadel ist. Ja, vielleicht wäre es gleich nicht so schlecht, mal ein bisschen weniger auf dem Ding zu ziehen und ein bisschen zurück zu den Bedürfnissen für uns Menschen und die Natur und so Sachen zu gehen. Meisten. Und vor allem, ich will beim ersten Arbeitgeber neue Dinge lernen. Also möchte ich neue Dinge lernen. Also wenn ihr irgendwo mit Marketing machen müsst, junge Leute mit können abholen für euren Job, zeigt vor allem auch auf, nicht nur, dass ihr echt geile Sicher sind, sondern zeigt auf, hey, in welche Richtung gehen wir, mit welchen Technologien arbeiten wir, was können wir von uns lernen, was kann ich dir mitgeben auf deinen Arbeitsweg oder auf deine zukünftige Karriere. Gibt's viele Sachen, die ihr machen könnt, die andere Firmen machen können, aber etwas ist das Entscheidende. Ihr müsst eben auch kommunizieren und das darstellen können. The talk went really well, super interesting discussions and good people. It was really funny actually. Sometimes you just feel that people are really open and kind of happy, maybe because it was Friday. And yeah, it was a good talk. Now I have to rush to the train station and go to Frauenfeld. Black kids call me a cracker, white kids call me a beaner. Ain't lunch in school alone cause I didn't fit in with either. They told me that I can't rap, did you forget your ethnicity? But looking back from now they couldn't see what God had planned for me. Let me get it, let me put it down. One time for anybody out there following their dreams. Anybody in the city we can do jobs so they can get to bigger better things. You can't see that, I was at a put in. Every day and night, go to every trickle right, go to every bit of main. Just to hit them with the fade when I'm thinking to the people that told me that I couldn't, yeah. After all of the years of young ugly boy,
a frown. I finally learned that it's okay that I'm not white or brown. And though the people looking sideways drive me crazy, you can't take my pride from me. I'm cool with the way God made me, yeah. But the way you react, I can tell that hatred intent. You call me dirty, uneducated, illegal, and fat. Weren't you taught to Black Lives Matter? And I said Latinos do too. And they told me, check your white privilege, boy, this is not about you. We gonna make it, ooh, we gonna make it. I kept my soul no matter how hard that they try to take it. Ooh, we gonna make it, ooh, we gonna make it. I just came home finally, just finished the vlog for Karim Hussein. Just finished my own vlog. Going out for dinner with Janos to talk about some social media stuff. And then finally weekend. Thanks very much for watching and see you soon again.